Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Schaufenster Inside. Wir blicken für euch hinter die Schaufenster von Erlangen und heute geht's uns an die Wäsche. Naja, nicht ganz. Heute sind wir bei Spitzen Maßdesign in Erlangen. Hallo Susanne. Hallo Max, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir hier sein können. Wie ist denn das Geschäft aufgebaut? Komm einfach mit, ich zeig dir mal, wie es bei uns in der Anprobe aussieht. So machen wir das. Ich sitze gerade schon in der Ankleide. Wie ist denn generell der Laden aufgebaut? Drüben haben wir den großen Werkraum, das Atelier, wo alles hergestellt wird, was wir eben machen. Und hier in der Anprobe ziehe ich mich mit meinen Kunden zurück, um Modelle zu besprechen, Aufträge zu besprechen und die Anproben zu machen. Jetzt ist Maßschneiderei natürlich ein bisschen teurer. Was sind die Vorteile von Maßschneiderei? Zum einen bekommst du natürlich ein Unikat, was wirklich auf deine Bedürfnisse abgestimmt ist. Ich frage meine Kunden immer, wer wollen sie sein und wie wollen sie sich fühlen, wenn sie dieses Kleidungsstück tragen. Und das Ganze ist auch nachhaltiger, wie wenn man von der Stange kauft, weil wir hochwertigere Materialien verwenden und insgesamt die Verarbeitung so ist, dass die Kleidungsstücke bis zu 8 Kilo mitwachsen oder schrumpfen können. Das heißt, so ein Kleidungsstück ist weitaus langlebiger. Jetzt hast du natürlich schon viel erlebt hier in der Maßschneiderei. Was war das Kurioseste, was du bisher geschneidert hast? Wahrscheinlich ein Hundekostüm für eine Dame, die in ihrem Innersten einfach gern als Hund zur Welt gekommen wäre. Da kannst du natürlich dann auch dich kreativ ausleben, so ein bisschen. Eine coole Sache für alle, die jetzt vielleicht gerade noch zur Schule gehen, sich überlegen, was sie nach der Schule machen. Ihr bildet auch aus und ich würde auch gerne mal irgendwas in der Richtung lernen. Können wir da irgendwas machen? Ich zeig dir, wie man ein handgestochenes Knopfloch arbeitet. Na, da bin ich mal gespannt. Wir stehen jetzt schon in der Werkstatt. Susanne, was muss ich tun? Ich habe hier schon mal was vorbereitet und ich zeig dir jetzt erstmal, wie das funktioniert. Und dann wirst du mir das schön nacharbeiten. Dann bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Und jetzt musst du von dir weglegen, den Faden um die Nadel rum. Nee, andersrum. Andersrum? Genau. Ah ja, so. Und jetzt die Nadel hochziehen. Wir haben jetzt noch einen Knopfloch fertig genäht, wobei ich da eher unbeteiligt war. Aber trotzdem danke dir für diesen Einblick. Schön, dass du da warst, Max. Also gern vorbeischauen. Hier mitten in Erlangen bei Spitz Maßdesign. Und alle Infos auch nochmal unter schaufenster-erlangen.de. Wir blicken für euch jede Woche neu hinter die Schaufenster, hinter die Fassaden von Erlangen.